Hallo ihr Lieben und schön, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid. Wir haben ja ein kleines Wohnmobil und damit sind wir auch das ganze Jahr unterwegs. Wir haben keine explizite Reisezeit, wir fahren das ganze Jahr, ob Frühling, Sommer, Herbst und Winter, also auch in der Weihnachts- und in der Vorweihnachtszeit. Ja, da haben wir ja eigentlich hier schon seit ein paar Jahren dieses nette kleine Bäumchen, das steht vorne dann immer am Fenster, das leuchtet auch ein bisschen. Und jetzt dachten wir auch, wir könnten eigentlich auch einen Adventskranz gebrauchen. Und jetzt ist aber die Sache die, kleines Wohnmobil mit Flammen, offenes Feuer, das ist nicht so die richtige Sache. Also LEDs. Nun, jetzt kennt ja wahrscheinlich jeder diese netten Dinger hier, die so ein bisschen flimmern. Das wäre natürlich eine Möglichkeit. Aber wir haben was Besseres gesehen. Unser Freund der AliEx aus China, der hat uns da was Nettes geschickt. Schaut mal hier. Nettes kleines Schächtelchen mit kleinen Flammen. Und jetzt aufgepasst. Das schaut doch eher nach einem Feuer aus. Da kann dieser Flimmer hier nicht mithalten. So, und aus diesen netten Flämmchen müssen wir jetzt Kerzen bauen. Die Adventskranzkerzen. Ihr wisst ja, das ist das einzigste Wort in der deutschen Sprache, das 4 Z hat. Die Adventskranzkerze. So, dann schauen wir mal nach was Rundem. Da hätten wir, na, das ist mir zu dick. Das ging jetzt schon, aber eigentlich, wir wollen das ja gar nicht so groß machen, also... Ja, ich schätze mal, dieses Rundholz, das reicht vollkommen. Da kriegen wir Kerzen raus. Okay, jetzt brauchen wir noch was Rundes. Es soll ja ein Kranz werden. Da könnte man mal... vielleicht so eine Kleberrolle. Da muss ja auch noch das Batteriekastell muss da rein. Das passt doch schon perfekt. Und jetzt hier so... Das ist richtig, das ist eine gute Größe, die nehmen wir. Die Kerzen, naja, vielleicht so ungefähr so hoch. Ein bisschen verschieden hoch, dann sieht das nicht so langweilig aus. Die könnten ja unterschiedliche Größen haben. Also, los geht's! Ja, da haben wir ja sogar noch ein bisschen mehr Platz. Hier ist doch perfekt. Da nutzen wir das ganze Größe aus. Nun müssen wir überlegen, wie hoch machen wir die Kerzen. Ja, also hier kommt ja das Batteriekastel, das kommt ja da rein. Das ist ja fast eine Höhe. Dann sind die Kerzen, tja, hier so vielleicht so. Was ist das? Ja, so irgendwo zwischen 4 und 6 cm. Jetzt wird es Zeit, ein Meisterstück zu kreieren.
Nun, jetzt muss ja die Flamme, die muss ja irgendwie hier rein. Da brauchen wir so ein Loch, vielleicht ein bisschen aussenken, dass da so wie, als wenn der Wachs da drin wäre. Und jetzt ist es ja so, wir haben ja nicht immer vierten Advent, sondern die müssen ja auch schaltbar sein. Deswegen haben wir jetzt hier so kleine Minischalter besorgt. Und die, denke ich, müssen wir hier irgendwie in diesen Stamm auch noch einarbeiten. Also, dann an die Bohrmaschine. Jetzt wird's elektrisch. Unser Plan ist der, den Schalter jetzt einfach hier rein zu machen. Das zweite Kabel machen wir auch hier durch und dann das Ganze von unten mit Heißkleber zu fixieren. Schauen wir mal, ob es funktioniert. Und jetzt geben wir dem Ganzen noch ein bisschen weihnachtliche Farbe. Ja, nach dem zweiten Anstrich schaut das Ganze jetzt so aus. Und das heißt, wir können dann jetzt an die Endmontage gehen. So, und bevor die endgültige Montage kommt, noch ein Funktionstest. Na, das schaut auch prima aus. Ja, und diese Mulde hier, die füllen wir jetzt einfach mit ein bisschen Montagekleber. Thank you.
Nachdem wir das ganze Spiel jetzt noch dreimal gemacht haben, kommen wir jetzt mal zu dem eigentlichen Adventskranz. Und da müssen wir als erstes mal dieses Batteriekastel hier versenken. Und jetzt braucht es hier unten drunter ein bisschen Platz, damit wir die Leitungen da verstauen können. Ja, nachdem wir jetzt die Bodenplatte hier noch drauf geklebt haben, dann brauchen wir es jetzt nur noch passend zu schneiden, sägen, fräsen, also mit der Bündigfräse einfach hier passend abfräsen. Tja, ihr Lieben, jetzt gehen wir nur noch in Antis Bastikeller und schauen ein bisschen nach der weihnachtlichen Deko und dann kann der erste Advent kommen.
glaube, da ist was Brauchbares dabei. Jetzt schauen wir mal, was wir da draus machen. Jetzt schaut das Ganze doch schon eher aus wie ein Adventskranz. Dann machen wir noch ein bisschen Feindeko und dann haben wir es auch schon geschafft.